Eigentlich wollte ich das Klatsch machen, aber da ist es so eh nichts bringt, weil sich irgendwie keiner um den Harvester gekümmert hat und der dafür einfach, keine Ahnung, wahrscheinlich in Einsamkeit gestorben ist. So teuer ist er doch jetzt bestimmt auch nicht, der Harvest. Aber nervig. Ich baue ihn ja schon wieder, das ist kein Problem. Oder wird der Sludge überhaupt aus dem Harvester gewonnen? Nee, aus dem. Weiß ich gar nicht. Doch, der Harvester müsste es sein, meine ich ja. Zwei, vier, fünf. Ach, jetzt eine Invar-Axt wieder. Ach nee. Aber wir haben jetzt mittlerweile Invar, ne? Mehr ist Nice. genug. Okay, dann, Vorsicht, ich mache hier mal vor der Hintertür ein bisschen Loch auf. Ja. Mach du mal ein Loch auf. Mach ich gern. So, drei Gold, Warum glaube ich dir vier das? Eisen, acht Eisen, vier Gold. Okay. Drei Invar. So, die Plastik-Sheets lagen hier drin, genau. Hat noch der Glas? Nö. Sollte ich? Schön wär's. Nö. Wir hatten doch immer noch einen Eimer hier rumliegen. Den hab ich mir geklaut. Wo ist er? Claybucket? Nee, ist gut. Ich brauche nur ein Claybucket. Ach so. Und Staub brauche ich auch. Ah, ich hab den Harvester wieder gefunden. Toll. Perfekt. Was macht der Sand da eigentlich drin? Wo war der denn? Ja, eine Kiste hier, die ich irgendwie. Ich bin ja mehrfach durchgegangen, aber trotzdem habe ich hier es jetzt gesehen. Ach so, okay, so ist es. Ich bin schuld jetzt, oder? Ja, bist du auch. Okay, ja. Verstehe schon. Ja, dann, wenn du es verstehst, ist gut, dann muss ich es nicht erklären. Ah, schon okay, schon okay. Ja, ist ja okay, dass Weiß es genau, okay was du ist. meinst. Ja, schön, das macht mir einiges Ja. leichter. Ja. Du bist doch was Scheiße. Zickelkrieg. Ey, komm bloß her, ja. Hab ich nicht vor. Ich muss Ja, nicht in so einen Kaff natürlich. kommen. Weiß schon warum. Hast Angst vor mir, Ich wohne in einem ziemlich hm? Jetzt großen. sagt er nichts mehr, ey. Ich wohne hier in meinem schönen großen Örtchen. Das ist schon praktisch. Schön Ich muss großes nicht in Örtchen, ein. ja. Naja. Ich muss nicht in ein kleines Kaff ziehen. Ich hab Nur um 10.000 mich Kühe von jemandem hinter mir, verprügeln zu okay? lassen. Ja, schön. Dann können wir Kühe-Shops spielen, oder wie? Ja, du darfst anfangen. Dann shoppe ich zuerst dich, oder wie? Das Schöne ist ja, keine 2 Kilometer von dir sind Kühe. Ich weiß. So, Marius, wie machen wir Smeltery jetzt eigentlich? Eher groß oder eher klein? Die Smeltery jetzt für Automatisierung. Was harvestet der Harvester Ja, aber nicht eigentlich? daneben hin. 198 Zinn ist hier drin, alter Unten Schwede. drunter vielleicht, aber nicht daneben hin. Wie wär's mit Wie drüber? man? Weil drunter bauen ist so schwierig, was war? Wie funktioniert der Harvester Ja. eigentlich? Was harvestet der? Der harvestet alle Pflanzen in seiner Reichweite. Normalerweise ist das ein 3x3-Feld vor dem blinkenden Teil. Kannst halt vergrößern. Ja, dann stelle ich das einfach mal vor einen Baum, oder? Keine Ahnung. Neben Ja. Bäumen. Nee, das geht Sheer nicht. Leaves, da steht er auch dran, also. Jo. Dann ist es okay. Halt mit der großen Öffnung und so weiter, ne? Naja. Ich weiß nicht, 3x3 Feld ist ja nicht groß. Normal, ja. Kannst du einfach unten hier ins weiße Feld stellen. Nee, kann ich nicht, weil dann steht es voll im Weg. Packe sie einfach hier hinten vor irgendeinem Baum, ist auch egal. Ja, ist gut. Aber warte mal. Ansonsten eben auch irgendwo mitten ins Feld, das geht auch. Das funktioniert dann trotzdem. Ja, braucht halt Energie. Aber es, wenn das doch. Ach so, mitten ins Feld, ja klar. Er hat mir jetzt
Hast mir doch jetzt gerade die Klee gegeben, ne? Habe ich nicht, nein, ich habe gerade Klee abgeworfen und ist mir ins Gesichtsfeld gelaufen. Aber ich habe ja gar ich keine mir Energie, die die ich ihm geben kann. Ah, hier noch irgendwo Sand. Und praktisch, dass die Energieproduktion hier ist und die Farm da drüben, ne? Jo. Da haben wir noch Energy Condors ein paar. Der Vacuum-Hopper hat ein fehlendes Bein in der Box. Nee, was? Ich hab doch die letzten Dinger haben wir noch, die müssen eigentlich reichen. Ja, meine ich ja, wo sind die? Markus? Irgendwo hier drin, oder? Hm, letzten haben wir noch 6. Bringt mir gar nichts. Warum? Du willst doch jetzt nicht eine Redstone-Ding bis zur Farm überlegen, oder? Nö, ich will eigentlich den überhaupt irgendwo anschließen, wo er auch arbeiten kann, und das ist eben nicht so leicht. Das Ding ist eine große Bunnybox. Ja, ich habe auch noch die anderen, wie heißen die? Redstone Energy Conduits 21. Ja, die sind teuer. Die sind teuer, ja. Die muss sorgsam machen. Ich überlege halt nur gerade wirklich. Oder kann ich hier einfach einen Kaktus hinstellen, der da langsam wächst und das immer wieder weiterverwendet? Das Leute. Kannst du, glaube ich, auch. Wenn er nicht den ganzen Kaktus abfarmt, natürlich nur, ne? Aber ich glaube, so schlau ist der. Sollte man meinen, hm? Oder haben ich mache es mit. Nee, ich glaube nicht. Ich kann genug bauen. Holz ist genug da auf jeden Fall. Mhm. Okay. Aber ich sag's mal, Kohlemangel. Da dürft genügend drin sein. Naja, ich seh's grad. Das sind, glaube ich, zwei zu viel gewesen. Egal. Ich packe es mir einfach mal vorerst hier hinten an die Ecke da neben den, also hier so hin, ne? Nur so vorerst, kurzzeitig. 32 Barrels, reicht das? Ja, für ein bisschen Zeit. Yay. Dankeschön. Nee, bitte. So. Kann man die auch von hinten befüllen? Das ist jetzt die Topfrage. Ich meine schon. Klar. Warte, ich habe hier ein Item Dot. Jetzt braucht das Ding noch Power. Nee, brauch's nicht. Doch. Nö. Den Input nicht. Da dafür füllt da. Gar nichts. Das ist ein 3x3 Bereich, oder? Dafür hast du ja hier den Server aktiviert. Okay, dann will ich aber das jetzt mal nicht haben. Nee, doch. Der kann von hinten auch. Sehr gut. Da ist Kohle drin. Und jetzt? Ja. Gut. Ja, Kohle könnte ja auch ein Barrel machen. Ja, für so ein Zeug wollte ich hier jetzt eben eine Barrel-Wand aufstellen. Ja, genau. Lass dir doch einfach mal bis nach hinten laufen, dann mal eine große Barrelwand, dann reicht das, oder? Also, Simon? Was denn? Also, wie meintest du das? Also, kannst du einfach hinstellen oder einen 3x3 Bereich davor, oder wie? Ja. Ich meine schon. Also, jetzt fragt sich, wenn ich das Teil hier so hin platziere. Und dann so mache, dass es dann läuft, oder wie? Sollte, ja. Wenn das Teil dann wächst. Das produziert dann automatisch Flash, oder wie? Oh, of growth. Oh, geht das mit Kaktus? Ausprobieren. Okay, dann hol ich die mal. Oder gibst du die mir einfach? Ich guck grad, ob ich sie finde. Dürfte hier in irgendeiner Kiste sein, ja. Ach was. Also wenn du nur eine Barrelwand haben willst, dann müssen wir die Chests verschieben. Ja, das ist doch sowieso. Das ist eine Pickaxe of the Core. Hör auf growth, ich hab sie. Ja gut, dann mach ich das mal. Ja. Immer rechtsklick, ne? Mhm. Geht nicht. Dann müssen wir warten, bis das Teil wächst. Genau.
Und deswegen habe ich hier übrigens keine Kiste ursprünglich angebaut gehabt. Und fast vernünftig erweitern können. So. Ich glaube, das soll für den Anfang reichen. Ja, denke ich mir auch. Ansonsten erweitern wir nach links weiter. Das erinnert mich momentan an niemanden, dieser Aufbau. Dich auch? Von deinem Server? Damals? Früher? Ach so, ja. Ewig her. Stück weit. Damals. Ja, aber damals hat er ja Logipipes benutzt. Hat er das? Nee, hat er nicht. Ich meine, der hat das über ein ganz normal Item Conduit oder sowas gemacht. Wer? Also. Ach, Ratz. Jetzt. Keine Ahnung, wie der das angestellt hat. Der hat mit Dings gearbeitet. Mit den Sortiermaschinen und den dazugehörigen Conduits, da Ducts, Dingsbums. Okay. Ich weiß gar nicht mehr, was die Red Power Teile, die Tubes. Jo. Stimmt. Mit Tubes gearbeitet. Haben wir keinen Tin? Wenn man Ziel Tin, oder? Doch, verdammt viel gerade rein. Unten rechts. Das ist braune. Tin. Ja. Oh Mann. Ja, wenn wir ein blaues Tin finden wieder, können wir das austauschen. Alles raustun, dann ist blaue Tin da rein, dann passt das, aber. Oder ein blaues, also ein weißes halt wenigstens, aber. Ach, weißt du, was mache ich einfach mal? Wir haben ja, glaube ich, Tin irgendwo rumliegen. Das müsste doch eigentlich im normalen Furnace. Und so weiter. Dann tu es mal in den Ding rein. In den Ofen und dann. Bin ich auch bei. Gieß es mal ab, gieß es mal aus. Aber gerade so ein kleines Holzstückchen. So, wollen wir jetzt eine zweite Etage unten drunter bauen, oder wie? Ja. Okay. Ach, das kann natürlich keine Slash wieder verarbeiten. Ach so, ja, genau. Da brauchen wir mehrere von, weil die ja nur so ein Block geschmolzen werden können. Nein, ich reg mich gar nicht auf, das ist alles in Ordnung. Okay. Ganz ruhig. Braucht mehr Kurbel. Dann hol dir mehr Kurbel. Habe ich gemacht. Toll. Bin interessiert. So die Zuschauer vielleicht nicht. Schön, dass du dir wenigstens selber antwortest. Ja, muss man ja bei euch, ne? Muss ich diese Qual nicht erleiden. Wo ist der ganze Sand hin, den ich hier hingelegt habe? So, das Zinn sieht doch schon mal vielversprechender aus. Echt, der ganze Sand hin. Das war die falsche Taste. Ist runtergeflogen? Nein, aber das Zinn ist jetzt auch braun. Oh Mann. Naja, wir haben ja genug davon und schadet nichts. Das war. Ich mach so viel falsch. Juhu. Ja. Gerade eben hatte ich noch so viel Sand dabei, wo ist denn alles hin? Entschuldigung, ach, da habe ich's hingelegt, okay. Einmal übersehen einfach. Pass doch besser auf, ey. Bezweifle, dass ja irgendwie funktioniert der Harvester, aber naja. Tada! Schön aufgeweist. Wirklich drunter? Drunter, ja. Drüber schaut hässlich aus und wir haben kein Sonnenlicht mehr. Du baust die Plattform. Ja, überhaupt kein Ding. Drüber wäre es genauso schwer zu bauen. Was wäre denn daran einfacher? Ja, allgemein, dass man unten eben aufpassen muss mit Wasser und so weiter. Hä? Unten aufpassen mit Wasser? Mit dem Wasser, ja. Ja, das musst du dann drüber so oder so. Ja, egal, mach wie du meinst. Also ist Metri auch drunter. Oder wie? Ja, schon. Okay. Boah. Diese scheiß Wasserströme. Ich will gerade, kann man diese Enchanting Books eigentlich mittlerweile, kann man auch über die Toolstations damit verbinden, oder? Nee. Nur, immer nur noch mit dem... Immer nur noch mit dem Anvil. Das ist ja Müll.
Anvil braucht 9, 18, 27, 28, 41, ja, ah, 31. Wo wir gerade dabei sind, können wir auch gleich mal einen Toastbroach bauen. Also wir können auf jeden Fall keinen Anvil bauen. Geht uns zwei Eisen für. Dann haben wir auch zu wenig für die Forge. Kobold, alright, meine Lillian. Kupfertinnen und so weiter. Wo haben wir gerade viel? Vom Zinn eigentlich. Machen wir uns also eine Toolforge mit Zinnbeinen. Ja, egal was, oder? Mhm. Was für Beine das sind. Wieso rauchen die Sachen eigentlich, wenn ich draufschlage? Keine Ahnung. Weil sie dich nicht mögen. Ja. Nochmal das, haben wir dies. Jetzt sollte das theoretisch funktionieren, eigentlich. Jo, passt. Was passt denn jetzt eigentlich? Die Toolforge ist jetzt zwar eine komprimierte, weil irgendwie die langen nicht gehen, aber gut, da. Einmal alles, was du willst. Ich glaube, die Pfannen gehen jetzt auch. Kann man jetzt machen. Und Kampfschilder. Wir haben einen Barrel für Barrels. Ja. Barrelception. Ihr Leute. Seid doch froh, uns gehen die Barrels schon mal nicht aus. Ja. Es wäre ja schlimm, wenn sie das würden, also. Ja. Apokalypse. Du hast keine Barrels, oh mein Gott. Mich umbringen. Mhm. Mal schauen, wie war das? War das hier so? So, und jetzt weiß ich immer noch nicht, was hier schwerer sein soll, unten zu bauen. Was war? Was schwerer ist. Ich mag es einfach nicht nach unten zu bauen. Zumindest nicht in Skyblock Maps, wenn nichts drunter ist. So, Keller ist in Ordnung, aber bei Skyblock Maps, naja. Ach so. Weil du da runter fällst, oder wie? Ja. Mhm. Okay, was dann. Was macht der Schalter hier eigentlich? Der macht so keinen Sinn. Dass du immer so denkst: Hä, der macht keinen Sinn, den mache ich jetzt weg. Ja. Aufhübschen. Welcher Schalter überhaupt? Der Schalter, den ich gerade weggenommen habe. Der war wo? Logischerweise. Nicht vorhanden, ne? Der war hier drüber. Vielleicht hatte er einen Sinn. Und du hast jetzt irgendwas kaputt gemacht. Habe ich nicht. Mit Shift-Click konnte man die Pants hinstellen. Das sind Fenster, gelesen, die ich hier eingebaut habe. Das ist voll hübsch. Warum? Damit man sehen kann, was drin ist und damit ich an Bricks sparen kann. Ein wenig. Ja, nice. So, ich glaube zwei reichen, aber muss ich noch was drittes machen, oder? Ne, ich glaube nicht. Ja. Gerade eh leer, also. Naja. Ach, gibt's da nicht irgendeinen Bildhelfer für sowas? Wofür? Ja, so Plattformen bauen oder so. Das ist stinklangweilig. Ja, was meinst du, warum ich aufgehört habe, den Altar zu bauen? Da wollte Altar mir keiner helfen, also werde ich dir jetzt auch nicht helfen, ganz einfach. Boah, eiskalt. Nee, soweit ich weiß nicht. Haben wir Turtles?
Nee, die gibt's nicht. Haben wir nicht, nein, kein Computercraft. Muss es doch irgendwas geben. Warte mal. Wachsen die Kakteen einfach nicht, oder? Ist es ein halbwegs warmes Biom? F3. Also normal müsste reichen eigentlich. Dschungelbiom. Kakteen wachsen eigentlich. Dauert bloß ein bisschen. Ja, hoffe ich doch. Weil ich will endlich Sludge haben. Sludge. Wofür nochmal? Quest. Ah, ja. Ist es noch nicht cool. Sehr sicher. Ich weiß, aber es ist cool hier unten. So, es ist die große Frage. Wollen wir eine Drain und ein Basin oder wollen wir nur eine Drain? Alles. Also naja. Beides. Naja, für das automatisierte Ding vielleicht eine Basin oder zwei Basin und noch ein Ingot Drain oder so. Ja, wobei, wenn es automatisch läuft, dann würde ich sagen, reicht eigentlich nur das für die Blöcke. Die Basins. Weil, wenn man etwas automatisch macht, dann geht man ja davon aus, dass man davon genug hat. Oder dass man halt genug macht davon. Oder für jedes Material eine Basin. Hatte ich auch gerade überlegt gehabt, ja. Ja, das meine ich ja, genau. Man kann ja auch irgendwie bestimmt mit Fluidukten das Zeug rauspumpen, oder? Ja, kann man. Okay. Problem ist dann halt, wenn wir das so machen, dann haben wir eben wieder die Legierung mit bei. Okay, das ist doof. Ansonsten machen wir es Weiß Meltries. Weil es ja auch jetzt nicht der größte Weltuntergang überhaupt. Ja, wenn wir es eh Untergrund machen, dann kann man die doch, kann man auch tausende von den Dingern bauen. Eigentlich schon, ja. Ja, aber eins fehlt, ist auch wieder Verschwendung, zumal wir immer da Lava reinleiten müssen. Das ist auch so unangenehm. Ja, da unten sieht man es doch eh nicht, da kann man doch bauen, was man will. Ja, es sind so Rohstoffverschwendungen eben. Wieso? Lava haben wir noch eh unendlich. Ja, aber verloren halt, das dauert noch ein bisschen was. Ich mach erstmal zwei, reicht glaube ich, oder? Fürs erste, ja. Ja, klar. Wenn wir wirklich Probleme haben, dann machen wir noch eins. Smeltery Controller.